Hey, herzlich willkommen auf den Überraschungseikanal. Peppa Pig hilft uns heute wieder, 4 Überraschungseier auszupacken. Nicht wahr, Peppa Pig? Yay, 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 yay. Peppa Pig ist ganz gespannt, denn wir haben heute eine Airbus Limited Sonder Edition. Das sind 4 ganz spezielle Überraschungseier. Und in den 4 Überraschungseiern ist wohl mindestens ein Flugzeug drin, ein kleiner Airbus. Steht hier drauf zumindest. Genau, es gibt 3 verschiedene. Theoretisch in einer von denen soll wohl drin sein. Und auch die anderen Eier müssen deswegen ja nicht interessant sein. Genau, das sind diese Flugzeuge. Sieht doch irgendwie interessant aus. Sieht man auch nicht jeden Tag im Laden. Machen wir es einfach mal auf. Bin schon gespannt, was drinne sein wird. Und es ist, naja, 4 Überraschungseier erstmal. Okay, war zu erwarten. Sind es auch 4? Tatsache. 1, 2, 3, 4. Und genau. Frage ist, was mal als erstes aufmachen. Ich glaube, die Entscheidung, die nimmt uns Peppa Pig ab. Peppa Pig hat schon eins ausgesucht. Der hat schon ein Auge auf dieses süße kleine Ei geworfen. Und genau. Ja, ich glaube, Peppa Pig, der wird da alle auf einmal aufmachen. Aber nein, wir müssen es nacheinander machen. Uah, Peppa Pig. Setz dich doch auch mal wieder hin. Irgendwie fallen die Figuren hier immer um. Okay, wackelt. Klappert. Die Überraschungseierverpackung, Folie kommt ab und ja, Schokolade kommt auch beiseite. Die Schokolade wird Peppa Pig nachher fressen, essen. Und Tatsache. Es ist. Na ja, wir schauen erstmal auf den Flyer nach, was das wohl sein könnte, bevor ich euch die Figur zeige. Ja, sieht aus wie eine Figur. Und zwar wie ein kleines Nilpferd, welches aus Afrika kommt. Cool. Ziemlich cool. Packen wir es mal aus. Und ja, ein kleines, weiches, flauschiges, fälliges, fässt sich so ganz samtig an. Schön. Das ist eigentlich schön. Nicht so billige Plaste, sondern fässt sich fast so gut wie Peppa Pig an. Die beiden haben sich auch, glaube ich, ziemlich lieb, glaube ich. Ey. Ja, das ist schon eigentlich nicht verkehrt. Man kann zwar nichts basteln, ist auch irgendwie nicht eine richtige Figur, aber ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ist nicht schlecht. Gibt Schlimmeres. Oder Peppa Pig? Ja, Peppa Pig. Du denkst schon wieder ans nächste Ei, wie immer. Du willst auch mal die Schokolade haben. Bist ja schlimmer als Krümelmonster. Krümelmonster ist immer schon scharf, die Schokolade. Ja, du kriegst aber auch deinen Anteil ab. Keine Sorge. Gut, also nachdem Peppa Pig nun ein weiteres Ei ausgesucht hat, machen wir es dann auch einfach mal auf. Wir müssen das ja nicht unnötig lange Peppa Pig hier auf die Folter spannen. Und ja, wieder ein sehr krümliches Ei. Und die Schokolade machen wir erstmal wieder beiseite, sodass wir hier mehr Platz haben und ja, bleib sitzen. Genau. Ja. Und wow! Das ist doch mal nicht verkehrt. Gleich im zweiten Ei haben wir es tatsächlich ein Airbus drin, ein Flugzeug. Das ist doch Wahnsinn. Das hat man nicht immer in einem Überraschungsei. Das ist schon selten. Es sei denn, man hat natürlich die limitierte Sonderedition Airbus, die wir hier haben. Und ja, sieht gut aus. Sieht auch relativ einfach zusammenzubauen aus, hier auf den kleinen Plan. Ein A330-300 ist das wohl. Genau, das hier auf der rechten Seite wird das wohl sein. Ne? Ja, schauen wir uns das einfach mal an, was wir hier alles haben. Okay, das ist wohl der Rumpf, verbunden mit einem kleinen Kabel. Warum auch immer die das mit einem kleinen Kabel zusammenpacken, aber man kann das jetzt hier so zusammenstecken. Ja. Fehlen irgendwie Flügel, oder? Flugzeug ohne Flügel macht wenig Sinn. Bauen wir einfach mal an, oder? Die kann man einfach dran drücken. Sieht ziemlich gut aus. Zweite Seite kommen auch noch Flügel drin. Mhm. Ja, will nicht. Und ja, es fällt das andere wieder ab. Aber ich glaube, das lohnt sich, das zusammenzubauen. Und sieht doch ziemlich cool aus. Also ich denke, das ist doch mal wirklich ein schönes, sehr detailgetreues Spielzeug. Kann man sich nicht wirklich beschweren. Das ist schon eine tolle Sache. Es gibt hier noch so einen kleinen Fuß, den kann man irgendwie unten dran machen. Geht irgendwie so ein bisschen schwer dran. Komisch. Habt ihr auch schon mal so ein Flugzeug gehabt? Ja gut, man muss es ja erst auch unbedingt auf den Fuß draufstecken. So, zum Spielen ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn das da nicht draufsteckt.
Peppa Pig sieht das wahrscheinlich ganz genauso. Ja, sieht so aus. Peppa Pig hätte gerne, dass wir jetzt das dritte Ei von der limitierten Sonderedition Airbus aufmachen. Na gut, wenn Peppa Pig das so möchte und ihr das vermutlich auch so wollt, dann machen wir das doch einfach mal auf. Ja, außerdem bin ich ja selber gespannt, was da wohl drin ist. Okay. Wie immer kommt die Schokolade beiseite auf meinen großen Schokoladenhaufen. Und ein blauer, ja, was ist das? Eine blaue Figur. Ja, kann ich nicht so richtig erkennen. Was ist das? Wieder so ein Maulwurf. Den hatten wir doch schon mal in einer der letzten Videos gehabt. In einem anderen Ei. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Nein, es ist kein Biber, kein Frosch, keine Schildkröte, sondern es ist ein blauer, ja, ein blaues, was auch immer das ist, Maulwurf. Seit wann sind Maulwürfe blau? Sind die nicht irgendwie schwarz? Oder ist das was ganz anderes? Ein Schlumpf ist das auf jeden Fall nicht. Nein, Schlümpfe sehen anders aus. Gottes Willen. Schlümpfe hatten wir auch schon mal in anderen Eiern gehabt, in einem der letzten Videos. Na gut, packen wir das mal beiseite und Peppa Pig hat jetzt nicht mehr so die große Auswahl. Peppa Pig hat sich jetzt für das letzte verbleibende Ei entschieden. Und dementsprechend nochmal Geruchsprobe. Peppa Pig glaubt, das Ei riecht gut. Da könnte was total Tolles drin sein. Schauen wir doch einfach mal nach, ob da auch wirklich was total Tolles drin ist. Folie ab. Und natürlich noch die Schokolade ab. Batsch. Die ganze Schokolade zerkrümelt. Was ihr nicht wisst, ich esse die immer heimlich. Nach den Videos gebt dem Peppa Pig nichts ab. Und auch den Krümelmonster nicht. Und auch Hello Kitty kriegt nie irgendwie Schokolade. Und ich ahne Schlimmes. Nein, das kann aber nicht sein. Nein, 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 das hatten wir doch gerade eben schon mal, oder? Na klar, das ist doch schon wieder genau das gleiche Spielzeug. Schon wieder diese blaue Maulwurfartige. Also das finde ich schon ein bisschen enttäuschend, oder? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Ihr habt so eine schöne limitierte Sonderedition gekauft. Wart froh, dass ihr sie hattet. 4 tolle Überraschungseier. Und dann ist da auch zweimal das gleiche drin. Aber gut, wir haben noch dieses schöne Flugzeug. Das ist entschädigt natürlich. Das ist wirklich cool. Und auch nicht zu vergessen, das Nilpferd. Das ist schön fällig weich. Aber auch die Verpackung sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Das Flugzeug sieht irgendwie sehr modern aus. Und wir haben ja jetzt schließlich auch so ein kleines Spielzeugflugzeug. Genau, das hier auf der rechten Seite. Das ist er. Okay, Peppa Pig. Peppa Pig ist zufrieden. Peppa Pig spielt nach einer Runde und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn es wieder heißt, 3 Überraschungseier auspacken, vielleicht auch 4.